So, hallo und willkommen zurück zu Heavy Rain. Ich mache jetzt gerade mal schon die Ansage, bevor das Kapitel anfängt, damit ich das nicht vergesse, wenn wir gleich das Intro, also von dem Abschnitt, den Anfang gesehen haben und ich dann vergesse, euch zu begrüßen. Was mir schon mal passiert ist, deswegen habe ich die Begrüßung danach nochmal aufgenommen und dann reingeschnitten, weil das sonst so Batsch reingeschmissen wäre, als, fände ich ein bisschen doof. Aber ich bin wirklich gespannt, was sie für einen Sinn hat da drinne in dem Spiel. Und sie hat jetzt vermutlich, weil sie angegriffen wurde, die Wohnung verlassen und zieht in so ein Motel, ha? Huh? Die Stimmung hier ist bedrückt. Vom entführten 10-jährigen Sean Mars fehlt noch immer jede Spur. Er verschwand gestern Abend. Den mir vorliegenden Berichten zufolge geht die Polizei inzwischen von einer weiteren Tat des Origami-Killers aus. Oh nein. Bestätigen sich die Berichte, könnte das Kind... Hallo, schöne Frau. Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer, bitte. Die Zeit wird für Sie? Sofort. Füllen Sie das aus. Was bist du denn für ein Ekel? Madison Page, 27, ledig. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ich weiß nicht. Zimmer 201, letzter Stock, Treppe ist im Hof rechts. Ganz oben, letztes Zimmer, Hof rechts. Danke. War mir ein Vergnügen, Lady. Das glaube ich. Die nimmt das relativ locker. Treppe ist hinten im Hof rechts, vermutlich die da hinten. Das sieht seltsam aus, als würde sie sich irgendwie selbst umarmen. Ah, nein! Ja, manchmal, also das mit dem Kamera hin und her springen ist schon etwas anstrengend. Boah, ich muss mal kurz den Ton leiser drehen, der ist doch ein bisschen laut. Ah, so, perfekt. Es klingelt ein wenig in meinen Ohren. So, zweiter Stock, letztes Zimmer. 207, 205. Hallo? Oh! Sind Sie okay? Ich rufe den Notarzt. Nein, kein Notarzt. Sie sind verletzt. Sie brauchen einen Arzt. Bitte, ich will nur... in mein Zimmer. Zimmer 207. Ah, das ist das davon. Das habe ich ja gerade gesehen. Ah, so lernen die zwei sich also kennen. Interessant. 205. Okay, die schleift ihn ja schon fast hinter sich her. Haben Sie den Schlüssel? Die ist echt nett, muss man wirklich sagen. Warte mal, L1. Ach, deswegen konnte ich mich dazu entscheiden, ob ich es unters Bett legen will, die Schachtel, oder ob ich sie auf dem Tisch stehen lasse. Ah, weil dann hätte die ja finden können. Sie sehen schlimm aus. Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Oh. Ich werde schon nicht sterben. Aber es tut sau weh. Du hast gar keine Ahnung. Meine Mutter hatte sich mal vier, fünf Rippen angebrochen. Es hat einfach fast 3 Monate gebraucht, bis sie verheilt waren. Und es tat so höllisch weh. Sie hatte so Schmerzen. Das ist der Wahnsinn gewesen. Was ist das? Seine Wunde muss desinfiziert werden.
Okay. Paracomol Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. So, nehmen wir erstmal die hier. Geben wir ihm erstmal was gegen die Schmerzen. Hier, nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Ich kann es mir nicht leisten zu warten. Okay. So, jetzt werden wir bei uns noch um die Wunden kümmern. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Ja, ich weiß, ich weiß. Das habe ich doch vor. Ich desinfiziere Ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. Ganz vorsichtig. Wow, ey. Da ist ja eine Schnecke schneller als ich. Alles klar. Fertig. Die Wunde ist gesäubert. Danke. Kein Problem. An Ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich brauche eine Dusche. Okay, ich helfe Ihnen. So, einmal hoch mit ihm. Oh, der Ärmste, den hat es beim Unfall wirklich ganz schön hart zugesetzt. Ich warte, bis Sie rauskommen. Sagen Sie, wenn Sie was brauchen. Das macht man aber nicht, man spannt nicht. Reden Sie. Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Wie heißen Sie? Madison. Wohnen Sie hier im Hotel? Nein, ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen, keine Ahnung warum. Wenn ich zu müde werde, dann verbringe ich die Nacht hier. Ich bin auf der Durchreise. Mhm. Was machen Sie sonst, Madison? Wenn Sie nicht Fremde verarzten. Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie? Ich bin Architekt. Tja. Naja. Ist nur die Frage, ob er den Job auch noch durchführt. Weil ich würde eher behaupten, nein. Kann ich nicht? Ach so, hätte ich jetzt... Genau. In der Zeit hätte ich mir das wahrscheinlich ansehen können, hätte ich die Kiste Danke oben stehen bleiben. Lassen. Mir geht es viel besser jetzt. Okay. Ich gehe dann mal. Übrigens, wie heißen Sie eigentlich? Ethan. Passen Sie auf sich auf. Oh, die hat sich in den verguckt, Mann. Kann das sein? Würde ich jetzt auf jeden Fall mal so behaupten. So, dann holen wir uns mal die Kiste wieder hoch. Ah nee, wir haben ja die Origami-Dinger mitgenommen. Scheiße, wir haben die Origami-Dinger ja mitgenommen. Na? Dann halt nicht. Das hatten wir ja schon mal den Spaß.
So, die 1 haben wir ja fertig. Das heißt, jetzt kommt die Nummer 2. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu... Verdammt! Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Und das, was stand danach? Na, da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst, was da stand. Aber ich vermute mal, jetzt müssen wir die nächste Aufgabe machen. Okay, oder wir spielen zuerst jemand anderen. Mich würde mal interessieren, wo er die Narbe hat im Gesicht. Weil die ist doch schon ganz schön auffällig. Also die prangt so, die sticht sofort raus, wenn man wirklich nur das Gesicht sieht. Stich die Narbe knallhart raus. War es das erste Mal? Wie? Das erste Mal einen erschossen? Ja, sieht so aus. Das erste Mal ist immer schwer. Das ändert sich. Defensiv. Ich will nicht darüber reden, okay? Das ist er. Um wen geht's? Wer ist das? Miroslav Korda? Ja. Lieutenant Carter Blake, ich habe ein paar Fragen. Ei! Scheiße, worauf warten Sie? Er haut auf! Ja, schon klar. Ah. Und ich schon wieder so Quicktime-Event, scheiße. Da bin ich nicht gut drin. Aber dieses Spiel lebt davon. Alter! Wow! Also eins müssen wir dir lassen. Sportlich bist du, junger Mann. Hey! Oh. Wow. Das war jetzt aber wirklich reiner Reflex. Ah! Keine Ahnung, was ich drücken soll. Ja, geht doch. Funktioniert doch. Hey Mann, wow. Oh, ich werd langsam wirklich gut da drin. Jawoll! Okay. Ja, ich drück jetzt einfach ganz brav, Scheiße! Ich hasse diese verdammten Hühner! Was greift mich das Huhn denn an? Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh nein, das erinnert mich voll an The Evil Within. Ah, oh, da war glaube ich auch so eine Szene mit so hängenden Fleischklopsen. Ach, war das widerlich. Ja, und da hat mich dieser komische Typ mit dem Kastenkopf angegriffen. Denn dieser Typ? Ah! Fuck, hab ich mich erschreckt. Wow! Voll ins Kreuz! Böse! Komm schon, mach ihn fertig. Los! Oh, der ist echt ganz schön hinterfotzig. Der Typ. Ja, au! Oh.
Anscheinend haben wir unseren Origami-Killer. Das bezweifle ich ein wenig. Das würde einfach zu schnell gehen. Dafür wäre das Spiel ein wenig zu kurz. Ah, den mag ich. Den mag ich irgendwie. Der ist voll sympathisch. Keine Ahnung wieso. Aber ich mag ihn. Oder hat da aber jemand einen Durchhänger? Oh ja, da hat wirklich jemand wohl zum Glas gegriffen. Oder einfach zu lange gearbeitet. Kann es sein, dass der voll gezittert hat eben? Okay. Nee, setzen wir uns nochmal kurz hin. Weil wenn ich mich da umsehen konnte, mit links, dann muss da noch irgendwas sein. Ach, war der früher mal bei der Polizei? Haben wir da noch so drin? Oh. Du hast doch schon einen auf dem Tisch stehen, mein Freund. Nee, du trinkst ganz sicher nicht. Nicht während deines Jobs. Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich die Dings aufmachen und habe aber die falsche Taste gedrückt. Oder die falsche Richtung. So. Nach links. Ah, das ist ein Asthmatiker-Spray. Vermutlich durfte er deswegen auch nicht mehr zur Polizei. Ich glaube, als Asthmatiker bei der Polizei zu arbeiten ist ziemlich schwierig, weil du ja praktisch keine große Hilfe bist, wenn du so schnell außer Atem bist oder einen Asthmaanfall bekommst. Was genau suche ich? Was genau muss ich tun? Was genau wird gerade von mir verlangt? Ist der in seiner Wohnung oder in, ich würde sagen in seinem Büro. Mhm. Schreck das nach. Ah, das war das Schlafzimmer. Das war die falsche Tür. Ich sollte mich doch melden, wenn mir was einfällt. Kann ich rein? Klar. Klar. Ha! Natürlich. Jeder Hinweis ist uns recht. Drink? Ein Drink? Gerne. Ein Wasser. Bitte. Setzen Sie sich. Mhm. Wer hat denn die Gläser unten stehen? Danke. Na dann, wollen wir doch mal quatschen miteinander. Mir ist etwas eingefallen. Vielleicht ist es nichts. Aber ein Brief kam an dem Tag, als Johnny verschwand. Ein Brief? Was für ein Brief? Er war für Johnnys Vater. Ich weiß nicht, was drin stand. Er hat ihn gelesen und war weg. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Und Sie glauben, der Brief hat etwas mit Johnnys Tod zu tun, richtig? Fällt Ihnen zu dem Brief noch etwas ein? Ich habe
den Umschlag die ganze Zeit aufgehoben. Mhm. Nichts Besonderes. Außer vielleicht der Adresse. Die Adresse? Von einer alten Maschine. Könnte ein Hinweis sein. Danke für Ihre Hilfe. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich kann nicht tatenlos rumsitzen, während Sie den Mörder meines Sohnes suchen. Ich habe viel nachgedacht und ich will mitmachen. Bei der Ermittlung helfen. Okay. Deutlich, hart, diplomatisch. Sie können mir nicht helfen, Lauren. Das ist keine gute Idee. Wirklich. Wenn Sie ablehnen, behalte ich den Brief. Es ist Ihre Entscheidung. Alleine, sinnlos, gefährlich. Hören Sie, Ermittlungen wie diese sind gefährlich. Ich kann mich nicht auch noch um Sie kümmern. Wie viele Hinweise haben Sie, Mr. Shelby? Dieser Umschlag ist vielleicht Ihre einzige Spur. Verstehe. Eine dumme Idee. Dann entschuldigen Sie die Störung, Mr. Shelby. Halt! Sie sind schon was Besonderes. Hut ab. Ich bin eine Mutter. Eine Mutter, die den Mörder ihres Sohnes finden will. Also, sind wir Partner? Muss ja wohl, oder? Partner. Muss ja wohl. Aber okay, ich kann sie schon irgendwie verstehen. Ich meine, jemand hat ihren Sohn umgebracht. Klar, da möchte jeder gerne wissen, wer es war. Trotzdem, diesmal habe ich ordentlich auf die Uhr geguckt. Ich habe jetzt lang genug aufgenommen. Ich mache jetzt hier gerade schnell einen Cut und dann nehme ich noch eine Folge weiter auf. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und ich hoffe, ich sehe euch dann beim nächsten Mal wieder, ne? Macht's gut. Tschüssi.